Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu dem neuen Spiel auf meinem Kanal. Wir wollen nämlich Way of the Samurai 3 Let's Playen. Wir können hier einfach mal ganz normal entweder auf neues Spiel, auf Spiel beenden, auf Optionen, auf Spiel laden oder auf Weiterspielen klicken. Ich kann euch sagen, ich habe jetzt dreimal versucht aufzunehmen. Das hier ist der vierte Versuch. Das hat den Grund, weil jedes Mal hat irgendwas nicht gepasst. Beim ersten Mal habe ich durchgehend einen Blackscreen bekommen, daher ein paar Optionen bei mir noch nicht so perfekt waren. Das lag nämlich daran, dass ich hier bei Anzeige immer auf Fenster Vollbild war. Und ich war auch auf einer niedrigen Auflösung. Ich habe das Ganze hier mal ein bisschen angepasst und habe die Einstellung gemacht. Ich habe dann auch versucht, ich wollte eigentlich ein Spiel laden. Und ich habe auch hier einen Save Point gemacht. Wir haben auch schon eine Weile gespielt. Wir haben einen Auftrag erledigt und beim zweiten Auftrag sind wir gefailed, weil wir gestorben sind. Da hat das Aufnehmen an sich funktioniert. Deswegen, das verstehe ich noch nicht so ganz. Das Ding ist, ich werde jetzt einfach nochmal wirklich ganz neu anfangen, weil ich meine, weiterspielen, das hat aber irgendwie gerade keinen Sinn. Deswegen werde ich einfach mal auf neues Spiel klicken und wir machen das zusammen. Ich kenne mich halt jetzt schon ein bisschen aus, beziehungsweise ich kenne mich schon ganz gut aus und ja, wir können einfach mal loslegen. Ich weiß halt jetzt schon, wie die Dinge funktionieren und bei den Einstellungen habe ich die Tastaturbelegung selbst eingestellt. Hier sieht man ein paar Einstellungen. Okay, die wollen uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wir können einfach mal hier gucken. Man geht hier, glaube ich, nur einfach auf Sprache. Und dann geht man hier einfach mal auf Normal, würde ich sagen. Dann auf den Namen. Den löschen wir mal und jetzt geben wir hier C, dann in Kleinbuchstaben L und E ein. So, fertig. Ja, da bin ich mir sicher. So. Und ich persönlich würde das Aussehen am liebsten so lassen. Ja, und wir können halt hier noch ein paar Dinge gucken, was wir so dabei haben. Wir können 100 Kilogramm insgesamt mitnehmen. Und hier kann man anscheinend auch was einsparen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal das Spiel. Und gucken, was dabei so rauskommt.
Ja, Leute, denn es geht nämlich um den Krieg auch von den Samurai-Leuten. Und wir sind in Amana, werden wir jetzt gleich gespawnt, das kann ich euch jetzt schon sagen. Mittlerweile kenne ich die Szenen. Boah, wir sehen echt nicht gut aus. Ich glaube, wir könnten jetzt sogar unser Schwert ziehen. Aber ich glaube, wir sind erstmal nett. Beziehungsweise wir müssen ja irgendwie auch sagen, dass es uns schon mal besser ging. Sagen wir so. Es ging mir schon mal besser. Ja, die wollen uns jetzt ins Dorf bringen. Und da sind wir auch schon. Ja, und hier werden wir dann gespawnt mit unserem Schwert. Und wie gesagt, ich weiß halt jetzt, ich habe schon ein paar Einstellungen gemacht. So läuft man ganz normal, also mit den WASD. Okay, das habe ich gerade erst selber rausgefunden. Aber okay. Und wenn man einmal die Shift-Taste drückt, dann geht man nur noch. Mit der Taste auf meiner Maus habe ich mir eingerichtet, zieht man das Schwert. Mit links schlägt man einen schwachen Angriff, aber einen schnellen. Und mit rechts einen stärkeren. Und mit der anderen Taste, da bewacht man irgendwas. Ah, okay, jetzt sind wir bei irgendjemandem. Und mit Z kann man sich entschuldigen. Wir entschuldigen uns jetzt bei dem Typ da. Weil daraus. Okay, das war jetzt so ein Typ, der was uns eben sagen wollte, das ist wahrscheinlich der Häuptling oder so, von dem Dorf, also der Chef. Und der wollte uns halt sagen, dass wir keinen Stress hier machen sollen und nur gute Dinge tun sollen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen entlang. Das weiß ich jetzt natürlich schon, aber okay, wir werden jetzt hier entlang kommen. Das ist ein Schläger. Den nerven sie voll. Und deswegen, wir werden jetzt mal nett sein. Komm, du geh weg jetzt hier. Okay, jetzt reicht's dann auch mal. Nice, und da haben wir den ersten Kampf hinter uns. Und ich glaube, die hatten auch irgendwas dabei, was man nehmen kann. Stumpfes Schwert, das kann man aber nur aufheben und dann wieder fallen lassen. Das ist ein bisschen doof. Verrottetes Reisbällchen, genau das kann man nämlich aufsammeln. Okay. Aber das passt dann auch. Wir werden jetzt einfach mal weiterlaufen, daher ich eben schon ein bisschen verstehe, um was es geht. Unser Ziel ist, dass wir jetzt hier auf die Karte gucken. Und wir sehen hier verschiedene Dinge.
einmal unser Zuhause, das ist da oben, und das Event, einen Shop, einen Auftrag und eine Schlüsselperson. Bei Schlüsselpersonen waren wir gerade, die haben uns einfach ein bisschen was erzählt, die haben uns mit uns getalkt, also einfach für den Roleplay. Das ist übrigens ein RPG, also ein Roleplay-Game. Zu Hause ist so ein kleines Bett und eine Schwerttruhe, das heißt, da kann man Schwerter ablegen, so kann man das sagen. Hier oben ist unsere Ingame-Uhrzeit. Und beim Event, da weiß ich noch nicht, was man tun kann. Beim Shop, da habe ich schon ein bisschen reingeguckt, da kann man halt Dinge kaufen oder verkaufen. Unsere Währung ist halt Yen. Bei dem Auftrag, da kann man jetzt eben dann einer Person helfen. Und ich habe das schon zweimal gemacht. Bei den ersten Auftrag, den habe ich geschafft, aber beim zweiten Auftrag habe ich dann ein anderes Schwert benutzt und dieses andere Schwert, das hat sich, das war so ein komisches Schwert, was man immer wieder von alleine eingesteckt hat. Deswegen konnte ich dann nicht mehr spielen, sondern wurde getötet, weil ich wo rein wollte, und da war aber jemand im Weg. Und ja, deswegen werden wir jetzt gucken, wir werden das diesmal ein bisschen geschickter machen. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal zum Auftrag. Der geht hier am Fluss entlang. Das ist so eine alte Oma. Die habe ich schon rausgefunden. Und beim ersten Auftrag, das ist relativ witzig. Da will sie ihre Unterwäsche. Und sie hat sie irgendwo verloren. Und das hat sie irgendwie in so einem Fukushishi irgendwas gefunden. Also mit sich getragen. Das ist so ein kleiner Beutel. Und ja, deswegen gehen wir einfach mal zu Misae. Die Dorfälteste ist das nämlich. Ich werde jetzt einfach mal sagen, ich spreche sie ganz normal, aber und zwischendurch auch mal ganz kurz so, ich tue mal einfach so, als wäre ich so eine Oma. Könnt ihr mir dann gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das wollt oder ob ich das einfach nochmal vorlesen soll. Habt ihr hier noch nie gesehen? Ich bin Misai. Die jungen Dorfbewohner nennen mich die Dorfälteste. Wie können sie es wagen? Ich verdiene es nicht, alt genannt zu werden, oder? Ja, ich meine, wir sind jetzt einfach mal nett. Natürlich nicht, junge Dame. Was für ein aufrichtiger Mann du bist. Niemand in diesem Dorf hat das Talent, meine Arbeit zu übernehmen. Du arbeitest heute nicht, oder? Warum arbeitest du nicht für mich? Wir sagen jetzt mal okay, weil wir müssen ja den Auftrag aufnehmen, ne? Ich stecke wirklich in Schwierigkeiten. Es scheint, ich hätte meine Lieblingsunterwäsche verloren, die ich immer auf meine Spaziergänge mitnehme. Es muss irgendwo in Kuchihagahara passiert sein. Kannst du sie für mich suchen, bitte? Ja, ich meine, diesmal werde ich passen müssen. Du kannst dich nicht entscheiden, was? Wundert dich nicht, wenn ich die Geduld mit dir verliere. Okay, und ich glaube, jetzt können wir auch schon anfangen. Wir kriegen dann, glaube ich, hier am Status, Auftragsstatus. Ne, wir haben den tatsächlich nicht gekriegt, weil wir einmal was Falsches zu ihr gesagt haben. Nee, das ist echt eine Frechheit. Okay. Wir werden das so machen müssen, wie ich bei der, wie ich es schon zweimal gemacht habe. Nämlich muss man alles perfekt sagen. Und jetzt passt es auch. Das hat ja einfach zum Schluss dann nicht gepasst. Und jetzt haben wir den Auftrag erhalten. Den bekommen wir jetzt hier. Beauftragsstatus. Und wir müssen jetzt eben zu Kuchihagahara. Und mal gucken. Und ich weiß natürlich jetzt schon, wo es ist. Aber obwohl weiß ich es noch. Ich glaube, ich habe es sogar schon wieder vergessen. Wir können jetzt hier auf die Karte gehen. Nicht nur auf die Gebietskarte, sondern auf die Weltkarte. Und jetzt hier mal zum Zielort gehen und dann werden wir hier gespawnt in einem anderen Dorf. Und wir sollen uns vor den Krähen in Acht nehmen, wurde übrigens gesagt. Und wir gucken einfach mal. Dort vorne, da endet übrigens dann der Fluss plötzlich. Also das ist dann so eine unsichtbare Mauer. Und hier die Leute, mit denen habe ich schon mal ein bisschen getalkt, die sind anscheinend hier, um sich die Dinger zu nehmen. Von den Toten, die rauben einfach die Toten aus, finde ich ein bisschen assi, aber das machen die einfach. Frechheit, ne, Leute? Was ist hier? Okay, ist etwas, wo man nicht rein kann. Probieren wir es mal aufzuschlagen. Okay, anscheinend kann man hier einfach nicht rein. Okay, aber irgendwie bin ich auch woanders lang gegangen. Bin ich hier lang?
Also auf jeden Fall so ein kleiner Beutel. Ich weiß es tatsächlich doch nicht mehr. Das ist aber gar nicht mal so schlecht, weil dann müssen wir nämlich nicht alles spoilern. Okay, da kann man zu Schloss Minori. Okay, hier kann man nicht runter. Okay, ich glaube, wir gehen besser wieder zurück. Ich glaube, man hätte hier weitergehen müssen. Ne, hier sind wir hergekommen, genau. Ja, cool gemacht. Man kann das Schwert so während dem Gehen rausnehmen. Finde ich alles ganz cool. Was war das hier? Giftiger Pilz kann man aufnehmen. Giftiger Pilz kann man aufnehmen, weil was kann man dann später verkaufen? Man kann sogar Äste verkaufen. Das finde ich witzig. Alter Krähen, verpisst euch da mal. Ich finde es voll assi, dass die einfach Toten bestehlen. Ja. Warte mal, ist das das hier? Nee, das ist eine Vase. Ich dachte, ich wäre hier entlang gegangen. Dann bin ich hier rein, dann habe ich das Haus durchsucht. Und dann bin ich eigentlich hier hoch. Mal gucken, vielleicht hat sich auch der Platz geändert. Aber ich dürfte tatsächlich hier hochgekommen sein. Mal gucken. Ich kann hier absuchen, so viel ich will. Also hier ist es definitiv nicht. Hier können wir noch mal ein bisschen langsamer gehen, damit wir es wirklich nicht übersehen. Da ist es doch, oder? Ja, perfekt. Nee, das hier, das hier. Ja, Furushiki, das ist es. Genau. Misa ist Unterwäsche halten. Ja, jetzt haben wir das auch. Cooler Ausblick hier. Und jetzt müssen wir aber wieder zurücklaufen und ihr das Ganze mal bringen. Wir können auch nicht viel damit anfangen, ist ja logisch. So. Okay, ich glaube, wenn man nur läuft, ist man schneller. Ach so. Hä, du hast versagt? Warum? Hey, ich habe anscheinend einfach nur versagt. Lol. Hat mich jetzt, weil mich die Krähe erwischt hat, oder wie? Ach, diebischen Krähen. Okay. Ja, aber finde ich das, kriege ich das jetzt nie wieder, oder wie ist das? Stand jetzt da, dass ich das versagt habe. Das ist mir auch noch nicht passiert. Stimmt, den Stock, den habe ich auch mal eingesammelt. Nehme ich aber mal mit. Den haben wir nämlich gerade vorhin verkauft. Erzähle ich das nicht mehr hier. Ich raff's nicht ganz. Wir haben jetzt einfach so versagt. Gegenstände, giftiger Pilz. Wir haben nur diese Dinge. Alles sehr verwirrend.
Ja, nee, weil eigentlich, ich hab's halt dann hier verloren, wahrscheinlich weil mir eine Krähe das genommen hat oder so. Das wird sein, wahrscheinlich weil mir eine Krähe das rausgerissen hat aus der Hand. Das ist die wahrscheinlichste. Ja, aber wo ist es jetzt? Jetzt finden wir das ja nicht mehr, oder? Ja, geil. Jetzt weiß ich nicht, was wir machen müssen. Weil hier so finden tun wir es ja gerade nicht. Das fände ich cool, wenn man das hier durchbrechen könnte. Aber okay, leider. Wir finden das jetzt nicht mehr. Also, ja, aber dass so eine riesen Tasche, das so einfach, dass da eine Krähe das so einfach stehlen kann, finde ich auch sehr unwahrscheinlich oder komisch halt. Aber wir werden mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir zu ihr laufen, ob wir da irgendwie die Mission neu starten können. Ja, alte Frau, tut mir leid, ich war ja erfolglos. Fehlschlag, ja. Okay. Ja, okay, wir haben das einfach nicht geschafft. Das hat sie einfach so akzeptiert. Ist okay. Ja, weil für heute hat sie nämlich gesagt und deswegen werden wir es ganz kurz mal ins Bett legen. Ja, wir wollen schlafen und zwar bis zum Morgen. Und da werden übrigens die HP aufgewertet. Das ist mir auch aufgefallen. Und ich glaube, jetzt können wir auch wieder zu ihr. Wir kriegen bei ihr täglich einen Auftrag anscheinend. Gehen jetzt hier mal zu ihr hin. Okay, wir sagen okay. Ja, okay, wir kriegen die gleiche nochmal. Das ist okay. Okay, das kennen wir ja schon. So, jetzt drücken wir wieder Enter und jetzt laufen wir ganz schnell dorthin. So. Weltkarte. Kuchihagara, das ist vor allem der geilste Name. Okay, jetzt wissen wir aber auch schon, wo wir hin müssen. Und wir dürfen uns nicht von diesen diebischen Krähen bestehlen lassen. Okay. Wir gehen jetzt wieder hier hoch. Aber finde ich so ganz cool gemacht eigentlich. Mein Spiel ist anscheinend auch in 60 FPS. Ich hoffe, dass das stimmt. Aber sonst, ich finde die Grafik eigentlich ganz cool. Ja, das geht eigentlich alles. Vor allem, wenn man mal so ein bisschen den Baum betrachtet. Das finde ich ganz gut. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so findet. Hier ist es gar nicht. Vielleicht kriegt das Hasidi jetzt einen anderen Platz, damit es nicht zu einfach ist. Es wäre am logischsten, wenn das jetzt einen anderen Platz dafür bekommen hat. Leute, da haben wir uns was eingebrockt. Hätten wir uns mal nicht von den Krähen bestehlen lassen, ne? Ja, ist ja mal blöd, dass man das jetzt so nicht findet. Aber hier ist auch nichts. Es ist ja eh relativ auffällig, das Ding. Aber wo ist es? Also echt eine gute Frage. Was war jetzt? Was ist jetzt? Hey, ja, aber wie finden wir das denn jetzt?
Wir haben aber den Auftrag, oder? Status? Auftrag. Ja, wir haben jetzt den Auftrag wieder. Suche ist der Auftrag. Die Zeit, die vergeht auch so schnell manchmal. Es ist okay, wenn wir das suchen sollen, aber leider finde ich das nirgendwo. Hier! Nee, das ist nur so ein Kürbis oder so. Allgemein, wir können übrigens die Dinge auch zerschlagen, glaube ich. Ja, genau. Verrottetes Reisbällchen, lecker. Okay. Ja, ich finde das leider hier nirgendwo. Hä, wo können wir denn noch suchen? Das finde ich mega dumm gemacht, dass man jetzt auf einmal das hier irgendwie gar nicht findet. Nee, das finde ich echt scheiße. So, aus Frust mache ich das jetzt mal. Achso, die laufen dann einfach davon. Und dann kommt man hier wieder an. Wo läuft man dann hier hin? Hier kommt man wieder zum Schloss Moor irgendwas. Ah, okay, ja geil. Der kann da hinlaufen, wir nicht. Ja, Leute, das ist richtig schade. Ich weiß leider nicht, wie es hier weitergeht. Wir finden das Ding auch nicht. Das ist eine stinknormale Vase. Hä, wir suchen das doch schon überall. Also ich bin der Meinung, das wäre was? Was war das? Das ist ein kleiner Ast, den wir da sehen. Aha. Oh, armes Pferd. Wollte nur sicher gehen, dass es wirklich tot ist. Ja, das finde ich relativ assi jetzt. Wir haben eigentlich keine Chance, das irgendwie zu finden. Nee. Oder sollen wir die Krähen jagen? Ich habe die kein einziges Mal erwischt. Oh. Oh, ich glaube, das war ein Fehler, dass wir uns mit so einem anlegen. Alter, riesig ist der. Alter. Krass. Ja, Leute, Leute. Okay, interessant. Das hat uns aber leider nicht so viel gebracht, irgendwie. Was sollen wir jetzt machen? Ja, okay, Leute. Ich werde das nochmal checken, was wir hier jetzt machen sollen, denn... Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich toll. Wir können gar nichts machen jetzt eigentlich. Es ist gar nicht so groß, das Gebiet hier, was wir absuchen sollen. Mann, Mann, Mann. Aber warum auch die Krähe das da erwischt hat, also das ist so unlogisch. Oh Leute. Was war das hier? Ach, das war nur der Speer. Ja gut, ne? Dann war es das für diese Folge auch schon. Ja. Was haben wir denn da? Okay, Leute, das war jetzt ein bisschen verplant. Hätten wir da mal genauer geguckt, das war jetzt wirklich nur aus Zufall. Aber ich glaube, ich hätte sonst noch Ewigkeiten gefunden. Danke für den Zufall. Nein, wir sollen jetzt ganz schnell weglaufen.
alle geweckt von uns. Dieser voll das Arschloch. Alter, die hat's wirklich noch fast geschafft, aber diesmal waren wir schnell genug. Ja, ja, ist gut. Wir wissen, wie man ein Schwert wegsteckt. Okay, jetzt haben wir diese Quest auch noch geschafft. Es war... Okay, es ist jetzt halt schnell vergangen. Wir haben ein bisschen viel Zeit verschwendet, dadurch, dass wir das eben so lange gesucht haben. Aber, liebe Misae, ja, wir haben es geschafft. Also unser erster Erfolg. Ey, wir haben 200 Yen erhalten. Nee, nee, ist schon gut jetzt. Mhm. Nee, nee, haben wir nicht. Nee, ist gut. okay. Wir haben das jetzt Ganze, wir haben das jetzt auch geschafft. Das Einzige, was ich jetzt noch als Problem habe, und das möchte ich ganz gerne mit euch noch ganz kurz gucken, wenn ich jetzt hier auf Spiel beenden klicke, dann steht hier, nicht gespeicherte Daten gehen verloren. Und das heißt irgendwie für mich so, wenn wir jetzt das schließen, dann könnte eventuell was passieren oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt einfach das schließen soll oder nicht. Okay. Am zweiten Tag. Cool. Was kann man denn da machen? Da kann man sich irgendwie so Fähigkeiten erlernen. Erlernte Fähigkeit. Cool. Okay. Aber es hilft uns leider nichts gerade. Was ich mir vorstellen könnte, dass man eventuell noch irgendwo hinläuft. Eventuell könnten wir mal zu diesen Schlüsselpersonen hinlaufen. Das Ding ist... Das Ding ist nämlich, zu Hause kann man schlafen und den Schwertschrank besuchen. Und Gegenstände ablegen, etc. Aber ich habe noch nichts gefunden, wo man so richtig... Was ist das für ein Typ? Hochstapler. Warte mal. Hey, Samurai. Ich bin für Teil dieses Ortes zuständig. Also spiel hier bloß nicht den Boss. Verstanden? Dann hau ab. Oder nicht so. Ich wusste, dass du das sagst. Ich habe auf jeden Fall auf jemanden wie dich gewartet, der vorbeikommt und mir den Rücken stärkt. Also streng dich an, okay? Aha. Der will uns jetzt also doch helfen. Okay, ich zerschlag das erstmal, because ich kann's halt. Okay, Leute, wir rennen jetzt erstmal hier hoch. Ah, das ist auch eine Dorfälteste. Mal gucken, ob wir hier eventuell was erreichen können. Osei, bist ein schönes Mädchen. Ja, okay, du kannst wieder ruhig sein. Okay, Monishita. Also ich werde hier keinen Ärger machen. Alter, die hassen uns ja. Das war gemein, fand ich schon. Lauchzwiebel, alles klar. Okay, wir können das, glaube ich, zerschlagen. Nice, sie sind ordentlich Sachen rausgedroppt. Ein Ei, ein Pilz. Was ist das hier? Ein getrockneter Fisch, aha. Ein Ei wieder. Okay, interessant. Das können wir auch zerschlagen, aber das bringt uns nicht viel. Egal, wir lassen es einfach mal. Du verdammter Narr. Alles klar. Egal, wir zerschlagen das einfach mal. Ich denke mir dabei nichts. Kann man nicht... Ah, okay. Okay, da sind ein paar Eier rausgekommen. Nice. Das Ding ist, ich würde nur ungern die Folge jetzt schon beenden, wenn wir noch nicht mal einen Weg gefunden haben, wie wir das ganze Spiel speichern.
Genau, weil hier sind wir gespawnt. Hier kommt man wieder raus. Das finde ich voll verwirrend gerade. Was können wir tun, um das Spiel zu speichern? Alles klar. Okay. Nee, das finde ich sehr schade. Wir werden hier irgendwie. Wir finden keinen Ort, wo man das Spiel speichern kann. Das finde ich voll doof. Jone, du bist auch eine relativ alte. Dummoso, warum lauerst du hier nur rum und du arbeitsloser Landstreicher? Lass mich in Ruhe. Aha, okay. Die rastet erstmal total aus. Ja, okay. Leider finden wir hier einfach keinen Lösungsweg dafür. Aha. Okay. Leider. Ich habe keine Ahnung, wie man das Spiel speichert. Oder gibt es eventuell bei Einstellungen irgendwas? Tastaturbelegungen. Ein schwacher Angriff bestätigen, Ziel ändern, Wache und Ziehen schwerten. Nee, ich finde nichts. Und hier bei Sonstiges? Das finde ich sehr komisch. Aber okay, Leute, wenn es hier echt nichts. Es kann doch nicht sein. Man muss doch irgendwo was abspeichern können. Wir haben einen ganz anderen Zielort. Oder wie? Nee. Zielort ist automatisch immer das. Ja, okay. Nee. An der Gebietskarte, da finden wir auch nicht recht viel. Warte mal, hier hinten ist was. Hier hinten ist eine neue Person, mit der wir sprechen können. Ach, das ist die Frau, die was rundum gelaufen ist. Ja, okay. Das ist ein bisschen doof. Wir sind ja schon fast bei 14 Minuten. Also wenn wir wirklich bei 14 Minuten sind, dann werde ich auch aufhören. Aber ich hätte eigentlich gehofft, jetzt hier noch was zu finden. Du bist mein Gegner. Okay, Spaß. Ja, geil. Ja, weil am nächsten Tag, da können wir dann. Ja, es labert die mich wieder voll. Erzähl mir noch mehr Quack, ey. Was ist denn hier drüben? Mal gucken, ganz kurz. Alles finde ich sowas von unvorstellbar, dass man da wirklich jetzt das Spiel dann sozusagen, dass man den Fortschritt wieder weglöscht irgendwie. Das glaube ich aber nicht. Das kann ich fast nicht glauben. Aber okay, wir werden jetzt mal ganz kurz reinlaufen. Da ist nämlich unser Haus hier. So, und da kann man eben, wie gesagt, nur in den Schwertschrank. Da ist eine Abstellkammer, das hat man noch. Ersparnisse, Zubehör, Gegenstände, aber das ist auch nichts Besonderes. Also Gegenstände kann man rein. Spezialgegenstände. Teile. Ist auch nichts. Gegenstandskiste. Ach, da kann man Dinge reinlegen. Okay. Ersparnisse, da kann man Yen sparen. Okay, da können wir jetzt hier bestätigen und dann haben wir hier Ersparnisse. Okay. Okay, da können wir Geld sparen einfach.
Okay, aber wie gesagt, wir finden leider ja nichts. Wir können uns höchstens noch mal ins Bett legen. Aber wie gesagt, da passiert auch nicht gerade viel. Okay, wir schlafen jetzt aber mal bis zum Morgen und ich werde dann auch mal schlafen gehen und wir sehen uns dann einfach mal. Ich würde sagen, bei der nächsten Folge. Wie gesagt, wir können jetzt gerade hier nichts mehr machen, außer dazustehen und ich werde jetzt einfach mal das Spiel hier auf Beenden klicken. Was anderes, wie gesagt, falls ihr was seht oder falls ihr sagen würdet, das klappt irgendwie anders, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls es irgendjemanden gibt, der was sich mit diesem Spiel sogar schon auskennt. Ja, wir haben das Spiel jetzt geschlossen und ich hoffe, euch hat das Spiel mal gefallen. Also einfach mal so ein Versuch, vor allem weil ich einfach mal was anderes gesucht habe. Vor allem liebe ich RPGs, also Roleplay Games. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.